Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten CSGO Overwatch mal wieder auf das 2. Okay, warum nicht? Es ist mal wieder ein Warm-up, in dem wir schon beginnen. Er wurde also sehr, sehr früh reported. Was ist da nur los? Jetzt will ich aber wirklich was höchst Auffälliges sehen. Wenn man so viel reported wird, das ist da eigentlich, oder? Heidenai Kartoffelbrei. Ihr merkt vielleicht eine kleine Veränderung, und zwar hier habe ich endlich einen gescheiten Stuhl. Ich kann jetzt auch von hier aufnehmen, was ich aber nicht mache. Gerade die, die mich schon sehr lange verfolgen, wissen, dass ich schon, ich glaube, seit 2 oder 3 Jahren große Probleme habe mit dem Rücken. Also immer wieder über Rückenschmerzen klage, wenn ich gerade lange Streams rumhocke, sage ich, ah, mir tut der Arsch weh, mir tut der Rücken weh. Ich habe einen ziemlich krepeligen alten Bürostuhl. Den habe ich schon immer, bestimmt schon 10 Jahre oder sowas. Und es wird jetzt gerade über die letzten paar Jahre, ist es immer schlimmer geworden mit meinem Rücken, weil ich auch wegen YouTube und Twitch halt immer länger am PC sitze, immer längere Zeit. Ich weiß immer noch nicht, warum er jetzt echt reported wurde, so früh. Also, haben die wegen dem Headshot jetzt oder was? Naja. Wir waren heute im Ikea. Ich sag immer die Ikea. Für mich ist Ikea weiblich wegen dem Namen, aber ich glaube, es heißt eigentlich der Ikea. Aber ich sag trotzdem die Ikea. Wir waren heute in der Ikea und haben eigentlich anderen Kram geholt. Und meine Freundin hat dann noch so zu mir gemeint, hey, willst du jetzt nicht mal noch einen richtigen Stuhl holen? Dein Ding ist ja echt krepelig. Ich zeig euch den demnächst mal. Ich will ihn jetzt nicht hochheben. Das ja, ist so ein Scheißding. Und dann habe ich gesagt, ja, da fällt mir ein, Blier. Einige von euch kennen ihn ja schon oder kennen ihn noch. Blee hat mir mal dazu geraten, dass es in der Ikea gibt es einen Teil, das wäre ultra beliebt bei Gamern. Das wäre wie so ein Low-Budget-Hardcore-Gaming-Stuhl. So ein richtig schickes Ding. Den Namen weiß ich jetzt nicht mehr, obwohl ich ihn vorhin gerade frisch aufgebaut habe. Herbert, Hannelore, Hans, irgendwas mit H. Und das ist schon ein Männername, also Hannelore ist doch eher weit gegriffen. Und ich habe ihn gefunden und der ist einfach mitgenommen. Er kostet, glaube ich, 139 Euro. Oder 159, es gab einmal mit Stoff und einmal mit Leder und da ich auch gerne nackt hier drauf sitze, ne Quatsch. Wenn man hier halt mal was versuddelt, ihr wisst schon, ist glaube ich Leder nicht schlecht. Ich lebe ja praktisch hier an dem Tisch, also ich esse und trinke ja auch an diversen Tagen. Und nun ja, ich habe mich für Leder entschieden, ich glaube 159. Und der ist echt so geil, also vor allem wenn ihr meinen alten kennenlernt, meinen alten Krepelstuhl. Der hatte eine Lehne, die war so eingestellt, dass er mir den Rücken gedrückt hat, ich konnte nicht zurück, ich hatte keine Armlehnen, was zwar cool ist, weil ich hier gar nicht so arg viel Platz habe und dann konnte ich von der Seite einsteigen in den Stuhl. Jetzt muss ich halt richtig mich zur Seite drehen und ihr wisst schon, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Hat er schon irgendwas gemacht? Scheiß die Wand an. Was rennt der da rum? Naja, und ja, jetzt ist der einfach mal hier am Start, verstehst du? Der Haribo-Bert, wir nennen ihn einfach mal Haribo-Bert. Echt ein chilliges Ding, ich glaube, jetzt kann der nächste 48-Stunden-Livestream kommen. Na, ist klar, das läuft bei uns. Es ist echt total chillig. Ich muss mich nur dran gewöhnen, weil ich jetzt halt mit den Dingern, wenn ich mich bewege, an den Tisch komme und dann wackelt die Facecam so ein bisschen. Aber da ich an sich auch immer rumwackel. Er hat so ein bisschen gewartet auf ihn, ne? Und er zappelt ein bisschen. Hat da jemand ein ganz klein wenig die durch die Wand Schauung aktiviert? Er läuft da voll seelenruhig rum. Was war denn das? Wurde er gerade von hinten gepimmelt? Oder war das ein Team? Gott, wie niedrig der aimt, das ist ja eklig. Also ich denke, da ist ein, er nutzt ein Wallhack. Aber wirklich schön unobvious. Also er versucht es zu heiden, er nutzt ihn nur in diversen Situationen, sage ich jetzt einfach mal so. Wir warten mal ab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Pro-Spieler ist. Guckt euch mal an, wie der aimt. Das ist ja eklig. Was macht der? Gut, vielleicht ist es ein Pro-Spieler, der auf Silber zockt. Aber nee, das verändert nicht das eigene Crosshair-Placement. Das ist ja echt grauenhaft, was er da treibt. Da oben kommt einer, Achtung. Ja gut. Oh. Ich glaube nicht, dass es ein Pro-Spieler ist. Ich glaube nicht. Wir gucken mal, wie er die Ecken so abaimt. Gar nicht. Auf B ist die Action, die beiden Tees gehen auf B. Es wurde sicherlich jetzt auch schon durchgesagt, dass da was abgeht und dass die Bombe gesichtet wurde. Wir gucken mal, wie er den da oben jetzt klatscht. Da ist einer. Er läuft total merkwürdig rum. Also ich finde das voll komisch, wie er spielt. Wie so ein Retard einfach. Das ist echt merkwürdig. Es ist so schlecht, es ist so unglaublich schlecht, das kann man gar nicht glauben. Also fast schon wie jemand, der das Spiel gar nicht ernst nimmt. Oder? Meint er nicht auch? Ich weiß nicht, es kommt mir so vor, als wird er so ganz, ganz leicht. Ich muss mir den mal kurz einstellen, dass ich nicht andauernd rumzappel. Ich würde sagen, er guckt ganz leicht durch die Wand. Meint er nicht auch? Dass er so ein bisschen Wall-Hackert? Ich habe diese eine Runde am Anfang nicht aufgepasst, das war vielleicht ein Fehler, aber der dödelt so vor sich hin. Wie kann man nur so dödelig spielen? Oder ist es ein Silber, der halt gegen andere Silber spielt? Was er hinkommt, ja klar, was er hinkommt. Okay, nee, also es zieht so hart auf den Kopf, so wie er auf den Kopf zieht und wie er ihn schon erwartet hat,
bei seinem sonstigen Spiel, seinem Kacknoob-Spiel. Das kann ich, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er diesen Shot gerade. Es war maximal Luck. Also maximal Luck. Kriegt er gar nichts gebacken. Aber ich würde sagen, durch die Wand gucken ist schon so ein bisschen am Start bei ihm. Oh Gott, dieses Crosshair-Placement macht mich richtig fertig. Ja, jetzt versucht er seinen Kollegen da hoch zu boosten, aber hat ein bisschen gedauert. Ah! Ah! Ja, ich plädiere hier für Wall. Diesen Headshot eben, der ist zwar echt hochgepflegt, aber das kann auch... Ich weiß nicht, glaubt ihr, seine Sense ist hoch? Vielleicht. Und wie er gerade eben auch schon Also ich denke, Wallhack hat er schon. Seine Sense ist glaube ich, zu nie. Ist glaube ich, passend, dass es vielleicht vorhin ein Luckshot war, dieser Kopfschuss. Oder meint er nicht auch? Alles andere ist so unglaublich schlecht. Also wenn, dann hat er halt auf dem per Knopfdruck eben, dass es dann auf den Kopf aimt. Ich will mich jetzt nicht wieder verlabern und irgendwas Falsches sagen. Ich umschreibe es einfach. Wenn, dann hat er sowas. Und das aktiviert er dann manchmal bei Bedarf. Aber ich glaube, er hat... man sieht, dass er auf jeden Fall... Wobei man ihn jetzt gehört hat, auch einen Waller hat. Gerade eben, es ging auch wieder schön auf den Kopf. So, komm. Oh, mein Gott. Mein Gott! Das ist doch zu 100% ein Silverplay, oder? Das ist ein Silber... Dieses... Gott, was sucht er auf dem Boden die ganze Zeit? Wahnsinn! Das ist Wahnsinn, oder? Sein Mate will sich verbrennen lassen. Das ist ein ganz komisches Spiel. Ich schätze einfach mal auf Silber 1. Jetzt mal ohne Witz. Ich setze hier auf Silber 1. Das sind wahrscheinlich Mates, die ordentlich Spaß haben. Und eben gerade irgendein Wallhack. Wir. Und gerade einen Wallhack getestet haben oder sowas. Okay, also ich glaube, man kann vielleicht auch eine Aim-Unterstützung drücken. So wie er sonst spielt und wie er sonst aimt, kann er nicht solche Shots machen auf einmal. Achtung, mal gucken. Pass auf, den macht er jetzt wahrscheinlich. Geh doch mal ran, ich will sehen, was du machst, du Kacknase. Also, es geht schon über Luck drüber hinaus, oder? Das scheint eine totale Dödel-Lobby zu sein. Ich bin mir sehr ganz sicher, dass die auch im Teamspeak sind. Deswegen werde ich jetzt auch keinen Grief geben, weil sie alle zusammen Sachen geworfen haben. Mal gucken, was er mit dem da unten macht. Ja, okay. Er hat auch schon runtergegeben zu ihm. Hätte jetzt auch Intuition sein können, aber ich werde ihm hier auf jeden Fall den Wall drücken. Und den Aim wahrscheinlich auch. Er schmeißt jedes Mal diese Nade, hör doch auf. Also wenn er es noch einmal macht, dann muss ich ihm doch einen Grief geben. Wow. Was ein aussagekräftiges Spiel. Also er bekommt den Vision Assist und ich denke, das werden die anderen wahrscheinlich auch so sehen. Other Grip bekommt er nicht. Ein Grief hätte ich jetzt mal weglassen, weil es aussah wie eine Kack-Mate-Lobby. Und da sollen die halt machen, was sie wollen. Vor allem, weil der eine in den Molly reingelaufen ist. Der ist ja ins Feuer reingelaufen. Das müssen irgendwelche Kollegen gewesen sein. Ja, und jetzt ist halt die Frage, Aim Assist. Das waren jetzt wie viele Sachen? Drei, oder? Die merkwürdig aussahen. Ich glaube, drei Shots waren es, die richtig überkrass waren, wo er draufgejuckelt ist. Und man könnte ja schon vermuten, wenn er den Vision Assist hat, dann hat er höchstwahrscheinlich auch den Aim. Aber, also beim Vision bin ich mir zu 100% sicher, aber bei Aim bin ich mir zu unsicher. Es war wahrscheinlich schon irgendwie Aim, aber ich bin mir zu unsicher, um das zu drücken. Ich denke trotzdem, dass er ein Aim hat, aber aber vielleicht war es auch dreimal Luck. Also ich meine, wer kennt das nicht? Man ist die ganze Zeit schlecht zu wehren, dann macht man auf einmal eine Runde, BAM, die Shots des Todes. Es kann passieren. Er wird eh gebannt. Ich denke, der Vision Assist, da waren einige Sachen, gerade bei Mitte, bei Double Doors waren zwei Momente, wo er so, ich guck mal rechts in die Ecke, da ist bestimmt noch jemand. Links gucke ich nicht hinter die Kiste, weil ich bin mir ganz sicher, dass rechts und so weiter und so fort. Deswegen wird er eh den Bann bekommen. Das wird schon passen. Aber da bin ich mir dann doch... Da hängt dann doch wieder Luck mit drin. Also ich bin mir sicher, dass wenn man meine ganzen Luck-Shots damit einbeziehen würde, wäre ich auch schon längst gebannt. Ich hau noch einen kleinen Skin raus. Ich habe da was Leckeres vorbereitet. Und zwar gibt es eine 5-7 Violent Daimyo. Um den Skin zu gewinnen, schreibt ihr einfach in euren wahrscheinlich schon vorhandenen Kommentar, ihr könnt ihr ja bearbeiten, hinein, ob der Stuhl, auf dem ihr sitzt, schon älter als 5 Jahre ist oder nicht. Einfach in euren Kommentar. Bitte nicht nur, mein Stuhl ist so und so alt, dann geht das nicht. Es muss schon irgendein Kommentar noch vorhanden sein, was anderes, zum Video oder wie auch immer. Und bevor ich es vergesse, Gretel hat ja letztens die Glock 18 Star Trek Weasel gewonnen und ich soll sie ihm noch signen. Dafür hat er mir ein Nametag geschickt und das mache ich jetzt auch direkt. Und zwar soll ich Jans Dummwiesel draufschreiben. Use Nametag, dann ist es genau die hier. Wiesel, aber das W soll nicht groß sein, also nicht... Okay, Jans Dummwiesel. Bitteschön, Sir Gretel. Herzlich gewünscht, dass ich es in dem Video mache und das passt jetzt halt gerade perfekt. Von daher können wir das so machen. Und da ist es am Start.
Stessel. An der Stelle erwähne ich einfach mal, dass ihr das generell haben könnt. Wenn ihr einen Skin bei mir gewinnt, dann könnt ihr mir auch einfach einen Nametag schicken und sagen, hey, schreib einfach dies und das drauf und dann mache ich das für euch. Also ich signe dann praktisch die Waffe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.